Und willkommen zurück zu Assassin's Creed, Leute. So, wie versprochen, machen wir heute weiter mit dem Aussichtspunkt und gehen anschließend zu dem glühenden Fragezeichen. Ich bin gespannt, welches Level das Tier hat oder keine Ahnung. Ist mit Sicherheit wieder irgendein komisches Vieh. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zum Aussichtspunkt. Oh, was ist das hier? Krass, so ein Theater oder sowas. Geil. Aussicht des Perseus. Sehr schön. So, gehen wir hierher. Oh Gott, ich habe schon Angst. Wir hatten ja da so eine Quest von den ganzen epischen Tieren. Also die ganz großen Tiere. Aber eins haben wir erst gekillt oder so. Also da fehlen uns noch einige. Ich glaube sechs oder sieben oder sowas sind es insgesamt. Ich weiß es nicht genau. Und dann schauen wir doch erstmal, was für ein Level ist. Okay, scheint in irgendeinem Graben zu sein. Wahrscheinlich da in der Höhle drinne. Und scheint ein Löwe zu sein. König der Bestien. 25, der müsste eigentlich funktionieren. Der müsste funktionobeln. Aber jetzt müssen wir mal noch mal schnell schauen. Wir haben jetzt auf der Waffe leider kein Gift drauf. Hier haben wir 54 SPS weniger, wir haben aber 8% Giftschaden drauf. Hier haben wir halt gar nichts drauf. Hier haben wir Feuerschaden drauf. Wir probieren es mal mit der Waffe. Und dann müssen wir mal schauen, wie es uns dabei geht. Wenn nicht, dann müssen wir auf die andere Waffe switchen. Die halt auch noch Giftschaden hat. Haben wir hier schon was Besseres? 24er hätten wir hier. Aber ist halt auch nicht besser. Hier haben wir 10% mehr. Also 10 mehr Leben, mehr Rüstung. 23 könnten wir auch mal langsam irgendwie mal upgraden.
kann nicht groß was machen. Okay, hilft nicht. Ich würde sagen. Ich muss mich verstecken. Ich glaube, das ist halt auch wahrscheinlich. Edzold. Ah, der ist ja da drinnen noch. Ach du Scheiße. Kann man den hier angreifen schon? Nee. Das ist das Kampfgebiet nicht. Wir erzählen, Mensch. Alter, okay. Alter. Komm her, komm her. Komm nicht ran. Komm, Baby. Ja. Hui. Geile Sache. Dann gehen wir noch schnell in die Höhle rein. Kann man nichts mehr snacken? Aber vielleicht gibt es hier in der Hülle ja noch was. Wahrscheinlich eher wieder nicht.
Okay. Geil gelaufen. Ersten Versuch down. Sehr schön. So gefällt ein Papa das. So, hier haben wir noch ein Fragezeichen. Fragezeichen, das holen wir uns auch noch. Wenn wir schon dabei sind. Dann mit dir halte ich mir jetzt nicht auf. Jetzt gehen jetzt halt wie so ein kleiner Wolf. Nein, was willst du denn? Hui, ein Puff. Gefangenenbefreiung. Hier unten, oder? Jetzt endlich Ruhe, yeah! So bin ich zu euch. Nee, fertig. Okay. War das jetzt schon das Fragezeichen? Ja. Okay, das heißt, wir könnten rein theoretisch... Haben wir jetzt hier noch eine Quest gehabt? Wir haben hier gar keine Quest mehr, gell? Wir haben jetzt nur noch Fragezeichen. Haben wir hier noch was? Hier hatten wir noch eine Quest. Sprich mit der Musikerin. Da ist der da oben. Ja, wir haben noch einige Fragezeichen offen. In Attika hätten wir auch noch so viel. Hydrea. Schauen wir mal auf die Questkarte. Der nächste bitte. Wo ist es jetzt? Der Arzt ist in der Argolis. Der uralten Ruinen Persus.
Uralte Ruinen, die haben wir doch vorher schon mal irgendwo gesehen. Uralte Ruinen. Perseus. Ruinen des Perseus. Also muss es hier irgendwo sein. Im nördlichen Teil, also hier oben irgendwo. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir unten mit den Fragezeichen an und gehen dann hier hoch. Da müssen wir den ja eigentlich finden. Könnten wir aber auch. Brauchen wir nicht alles durchrennen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns schon porten. Wir können sie porten. Wir werden jetzt schon wieder im Kriegsgebiet sind. Meine Fresse. So, jetzt können wir uns porten. Dann porten wir uns doch da mal hin. Wir porten uns einmal hier hin, bitte. Und gehen dann runter zu dem Fragezeichen. Okay. Das Ziel ist dort hinten. Hier waren wir doch schon mal, oder? Kann das sein? Nee, wir waren auf einem anderen Strand. Nicht kämpfen will, darf ich mich nicht. Ja, ich will aber kämpfen. So, und die halt down jetzt.
Schatz plündern. Ein Schatz muss hier sein. Da ist er. So, und ein Vorrat noch. Okay. Ja, jetzt gehen wir dann hier hoch. Können wir vielleicht sogar noch eine Schlacht machen dann? Anführer der Suppe töten. Okay. Das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Holz müssen wir mittlerweile auch schon wieder ganz schön was haben. Dann können wir mal schauen, ob wir unser Schiff verbessern können dann.
So, und hier müsste auch die Quest sein mit dem Arzt. Okay, die Athena Herrschaft ist auch angreifbar. Oh nee. Oh, ich hab gedacht, sie bleibt mir versch. Festung, ich dreh durch. Oh, wie ich die Festung hasse. Sokrates Notizen werden gut bewacht. Warum? Oh. Das mächtige Tirins. Erbaut von den Kyklopen. Jedenfalls der Legende nach. Okay, leider müssen wir mal schauen, ob wir das jetzt schaffen. Am gescheitesten. Was war das? Irgendwo da drin oder so.
sollte ich mir mal ansehen. Scheiße. Spring! Schauen wir, ob wir das bezahlen können. So, wir schauen mal, ob wir übernachten können. Ist es, sind sie vielleicht weg? Okay, wir haben eben noch einen Befehlshaber und einen Polymachen. Was machst du hier? Hippokrates schickt mich. Dein Befehlshaber hat seine Notizen und ich glaube, du hast sie jetzt. Die Notizen des großen Hippokrates persönlich? Tut mir leid, sie verbrannten beim letzten Angriff. Was? Du hast mich gehört. Das Behandlungszelt brannte ab.
Aber ich habe mir alles gemerkt, was darin stand. Ich kann das aufschreiben, wenn ich Zeit habe. Oder wenn der Krieg abflaut. Dann musst du mit mir kommen. Einer von Hippokrates' Patienten wird sterben, wenn du nicht hilfst. Ich habe auch einen Patienten, der Hilfe braucht. Kann sich niemand sonst um ihn kümmern? Ich bin der Arzt hier. Lass mich in Ruhe. Dafür ist keine Zeit. Ich brauche dich bei Hippokrates' Lager. Jetzt. Bewährt. Vielleicht war der Schlag übertrieben. Aber ich konnte nicht ewig warten. Und Hippokrates auch. Los! Okay, dann machen wir es so. So, der fällt hier runter hier. Lass mal die Festung mal, würde ich sagen. Wie geht's dem Patienten, Hippokrates? Ich habe mich nicht an alle Behandlungsschritte erinnert und du bist nicht zurückgekommen. Wo bin ich? Was ist hier los? Meine Freundin Cassandra brachte dich her, um mir bei einem Patienten zu helfen. Ich war vorher noch bei den Priestern. Ich muss unbedingt meine Mutter finden. Ein würdiges Ziel, aber es kostete den Mann das Leben. Leben zu retten sollte unser angestrebter Lohn sein. Ein guter Arzt kümmert sich zuerst um die Bedürfnisse seiner Patienten. Ich habe heute was gelernt. Ich nehme mir die Zeit und schreibe alles auf, was ich von deinen Notizen noch weiß. Hippokrates, es tut mir leid, dass er tot ist. Doch ich muss immer noch wissen, was mit meiner Mutter geschah. Komm mit mir. Wir müssen reden. Man kann die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit gar nicht ernst genug nehmen. Was kann ein Apfel schon ausrichten? Nun, bei täglichem Verzehr hält er die Ärzte fern. Doch nun zu einem ernsteren Thema. Du bist hier, weil du deine Mutter suchst. Du erinnerst dich an sie? Ich war noch sehr jung. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also schickte ich sie weg. Aber ich habe nie vergessen, wie entschlossen und gleichzeitig verzweifelt sie aussah. Daran werde ich mich stets erinnern. Danach schwor ich Apollon, dass ich nie mehr einen Hilfesuchenden abweisen würde. Dass ich dieser Sache mein Leben widmen würde. Sie hat wirklich Eindruck hinterlassen, deine tapfere Mutter. Sie würde sich freuen, wenn sie das wüsste. Vielleicht weiß ich etwas, das weiterhilft. Ich habe geschworen, nie von Dolops und seiner Vergangenheit zu erzählen. Aber ich schulde es deiner Mutter. Wer ist Dolops? Er war Priester. Sein ganzes Leben widmete er den Weisen. Vielleicht erinnert er sich an diese Nacht vor langer Zeit und weiß etwas von deiner Mutter und ihrem Kind. Ich werde ihn aufsuchen. Danke, Hippokrates. Okay. Der nächste wird der Quest abgeschlossen. So,
So, der Bau ist ein Argolis. Er ist im nördlichen Teil des Königreichs der Hoffnung. Okay, schauen wir mal. Oh, Argolis, nicht im Königreich der Hoffnung. Königreich der Hoffnung. Königreich der Hoffnung. Königreich der Hoffnung ist hier. Aha, südlichen Teile der Bronzekeule des Periphetes. Bronzekeule des Periphetes. Also eher hier unten oder so. Schauen wir doch mal hier. So in dem Bereich. Aber können wir da nicht gleich hinreisen? Da sparen wir uns ein bisschen Weg. Dafür haben wir die Schnellreisen, Leute. So, südöstlich. Was ist denn? Bronzekeule. Hier vielleicht irgendwo. Mal schauen. Bronzekeule. Da ist eine Bronzestatue, bloß ob es das Haus ist. Epidaurus. Müssen wir noch ein bisschen schauen. Der Argolis. Er ist im nördlichen Teil des Königreichs. Nördlicher, aber das ist hier oben. Nördlicher Teil. Also hier oben eher. Also hier, ich schätze mal hier irgendwo. Hm.
markieren uns mal das hier. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Hier ist ein Bauern rund zu rennen. Okay, ist aber richtig. Das ist der Mann, den ja, Hippokrates haben wir ja schon gefunden. Er versteckt sich. Geh fort! Bleib ruhig. Hippokrates schickt mich. Sorgt sich der große Arzt um meine Gesundheit? Ja. Und wir brauchen ein paar Informationen. Sag ihm, man hat versucht, mich zu töten. Töten? Er sagte, du hast dich um Waisen gekümmert. Deshalb bin ich hier. Das war vor langer Zeit. Jetzt bin ich nur noch Bauer. Und ich bin Söldnerin. Wenn ich den Mordversuch räche, redest du dann mit mir? Werde ich. Okay. Ich finde heraus, wer deinen Tod will. Der Angreifer war mein Nachbar oder mein Verpächter. Aber man kann niemanden bestrafen, solange man nicht sicher ist. Ich komme wieder, wenn ich es weiß. Und dann reden wir über deine Vergangenheit. Okay, wir müssen wieder untersuchen. Sahst du, wie man Dollops angriff? Ja, es war fürchterlich. Wer war's? Ich konnte es nicht sicher erkennen, aber ich glaube, es war sein starkköpfiger Nachbar. Er muss völlig durchgedreht sein. Danke für die Information. Diese Rüstung ist dahin, aber sie war viel wert. Wenn sie dem Angreifer gehörte, hat er entweder Geld oder Glück. Dieser schwarze Stoff ist ja eines Königs würdig. Und er gäbe eine gute Verschleierung ab. Das Messer hat die besten Tage hinter sich. Wie etwas aus dem Besitz eines armen Bauern. Ich suche nach demjenigen, der Dollops angegriffen hat. Ich habe alles mit angesehen. Sein Gesicht war verdeckt, aber es muss der Verpächter gewesen sein. Er lebt allein, engagiert Soldaten zu seinem Schutz. Er muss etwas zu verbergen haben. Danke, dass du mir das erzählt hast. Okay. Melde dich beim Bauern. Dann werden wir wahrscheinlich killen müssen und dann redet er erst mit mir. 100 Pro. 100%ig. Söldnerin! Du hast mich erschreckt. Ich weiß, wer es war. Was denkst du? Wer wollte mich umbringen? Es war dein Verpächter. Natürlich. Er will mich aus dem Weg schaffen. Ich kümmere mich um ihn. Bitte sei vorsichtig. Er ist gefährlich. Stelle den Verpächter zur Rede. Wo ist der Verpächter? Wieder 5000 Meter weg. 300 Meter.
Okay, dann schauen wir mal, ob er das wirklich war oder ob es der Nachbar im Endeffekt war. Das werden wir rausfinden. Strandtuch hin und dann ab ins Wasser. Hier waren wir doch schon mal. Ich glaube, in der letzten Folge sogar. Just necken noch ein bisschen. Und dann schauen wir gleich mal zu ihm rein hier. Ich will nicht stören. Okay, und wieder zum Bauern. Und wieder zum Bauern, Leute. Soll den eigentlich zur Rede stellen und nicht killen, oder? Ich glaube, der gekillt hat. Okay. Pass auf. Geh schwimmen. Gebadet, können wir da rausgehen. Warte, wenn wir nachher, wenn wir fertig geredet haben. Ich dachte, er mir redet, wenn dein ich hier was kaufe. Dein Verpächter ist tot. Er war aber viel mehr als dein Verpächter. Er war einer von diesen Leuten. Habe ich recht? Ich kann nicht... Bitte, nimm das. Es wird dir bestimmt nutzen. Du wolltest etwas von mir wissen? Hippokrates sagte, du hast dich um Waisen gekümmert. Das stimmt. Aber Krösus hat mich vergrault. Hat sie das? Wo hast du sie zuletzt gesehen? In den Wäldern beim Heiligtum des Asklepios. Aber das ist schon viele Jahre her. Du hast Hera gegenüber deine Pflicht getan. Ich kümmere mich um Krösus. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. Alles klar. Sehr schön. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hier ist sie. Details. Okay. Wenn ich meine Mater finden will, ist Krösus der Schlüssel. Ich muss diesen Altar des Apollon Maleatas finden. Ja. Ah!
Okay, das würde ich sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Schauen wir mal, ob der Kultist überhaupt jetzt schon da ist auf der Karte. Da ist ein Agone, so südlichen Teil des Tals der Träume. Südlichen Teils, hier unten. Da liegt hier ein Militärlager. Also hier irgendwo muss es sein. Wo ist denn das Militärlager? Das war die Festung. Komm, wir gehen da schnell nochmal hin. Wir schauen danach. Ja, dann könnten wir vielleicht in der nächsten Folge auch dann schon den Speer upgraden auf Stufe 4. So. Finde und erreiche den Altar im Wald. Im Wald. Okay, das muss ja dann hier irgendwo sein. Ich schätze, das wird das hier sein. Oder auch das hier. Immer noch unentdeckten Orte südöstlich. Also muss es dann fast hier sein. Komm, wir gehen mal zu den Fragezeichen. Machen wir halt ein bisschen länger die Folge, egal. Wir sind jetzt aktuell hier. Okay, wir müssen genau hinter uns. Wir müssen fast da hinten sein. Wald, Altar könnte es sein. Schauen wir uns an. Nee, schon noch Bock, dass wir den noch killen jetzt. Jetzt ein Militärlager. Heute ist Herakles. Okay, das ist kein Militärlager. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Oh. Ach komm, scheißegal. Okay, ist noch ein Befehlshaber da. Wo ist der? Hier versteckten die Kerkopen also Herakles Olivenholzkeule. Oh, einen schönen Bogen. Einen schönen Bogen. Glaubst du, was du hier machst? Ja, ich werde dich jetzt eliminieren müssen. Ach, das war's. Oder doch nicht. Boah.
So, wir brauchen noch... Aha. Alles klar. Genau, die wollte ich gerade finden. Gut, dann müsste es dieses Fragezeichen sein. Südöstlich ist genau hier. Und das sieht aus wie ein Militärlager. Da gehen wir doch ganz fix rein, würde ich sagen. Ohne lang rumzueiern. So, dann holen wir uns das Schätz noch. Ah, da ist noch einer. Dann holen wir uns die Schätze noch. So, eine müsste noch hier sein. Ja, ich weiß, dass das Ziel hier ist. Ich will nur den letzten Schatz noch haben. Da ist er. Und weitens gehen alle snacken. So, wieder was. Okay. Schauen wir doch mal. Da, der Altar des Apollon Maleatas. Okay, dann schauen wir doch mal da hoch. Dann müsste auch der Kultist vielleicht zu oben sein. Da ist die Statue des Apollon und da der Altar. Eine Warnung. Ich komme anscheinend näher. Oh, Babygeschrei. Okay, wir kommen näher, Leute. Das Töten scheint in der Familie zu liegen, mächtige Adlerfrau. Wage es nicht, von meiner Familie zu sprechen, Schlange. Ich weiß noch genau, wie mir deine Mutter mein Kind brachte. Ein erbärmliches kleines Ding, das im Regen weinte. Hätte ich damals gewusst, dass Myrine zwei Kinder hatte. Doch nun bist du hier. Meine Familie ist vollzählig. Was weißt du schon von Familie? Du stiehlst Müttern ihre Kinder und bringst jeden zum Schweigen, der sich widersetzt. Zum Schweigen? Mydon hat sich die Zunge selbst herausgeschnitten. Ich spreche von Dolops, den deine Kultmarionetten umbringen wollten. Ich hätte diesen Idioten schon vor Jahren töten sollen. Deinen eigenen Sohn? Dolops wandte sich in der Nacht von mir ab, als ich deinen Bruder rettete. Er war zu dumm, um zu erkennen, dass das Schicksal des Kindes mit dem meinen verwoben war. Du liest meine Mutter in dem Glauben, ihr Kind wäre tot. Das war es. Oh, wie sie weinte, als sein kleines Herz zu schlagen aufhörte. Boah, leg die um. Doch ich nahm mich seiner an. Ich legte ihn auf diesen Altar. Ich flehte die Götter an, ihn zu verschonen.
und sie erhörten mich. Ich werde dich durchbohren für den Schmerz, den du gebracht hast. Die Welt ist Schmerz. Ich gab Deimos die nötige Stärke. Deine Mutter war schwach und winselte zu den Göttern wie ein Schwein auf dem Altar. Ich bin mehr Mutter für ihr Kind, als sie es jemals sein kann. Und ich könnte auch deine Mutter sein, Adlerfrau. Es geht um mehr als meine Familie. Du und dein Kult, ihr wollt die griechische Welt zerstören. Ihr bringt nichts als Kummer und Leid. Du sprichst von Leid und doch kommst du in Blut getränkt und bedrohst mein Leben. Du bist ein Mörder, wie dein Bruder. Hier, ich beweise es dir. So eine Bitch. Mein Kind! Das ist dein Säugling? Er lag im Sterben. Krysis wollte, dass ich Hera ein Geschenk bringe, um ihn zu schützen. Krysis zündete den Tempel an, wissend, dass der Junge und ich noch darin waren. Krysis ist eine Dienerin der Hera. Sie tut, was getan werden muss. Was muss getan werden? Sie wollte deinen Säugling lebendig verbrennen. Du hast ihn gerettet. Mögen dich die Götter segnen. So, wo ist die Bitch jetzt? Kind. Deine Martha ist hier. Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, das Kind zu retten. Krysis Herrschaft des Terrors muss enden. Wenn Krysis die Wahrheit sagt, glaubt Myrine, mein Bruder wäre vor langer Zeit gestorben. Ich habe jetzt genug Informationen. Ich sollte zurück nach Athen, zu Aspasia. Krysis Treiben muss ein Ende haben. Ich muss sie töten. Kehre nach Athen, ich wollte die blöde Kuhne umbringen. Schauen wir mal, Antika, da ist er, oder? Kehre nach Athen zurück. Meine Fresse. Warte mal, kann ich die markieren irgendwie? Die Schlampe. Nein, die kann ich nicht markieren. Okay, dann werden wir die ja später erledigen können, Leute. Gut, dann würde ich sagen, wir haben ja hier noch das Fragezeichen. Das machen wir noch fix. Und dann würde ich sagen, machen wir auch dann Schluss für heute. Dann haben wir das Fragezeichen abgeschlossen. So ein Ibus 200 Meter. Bevor wir hier nach Athen reisen und dann fehlt mir das Fragezeichen, das nervt mich dann. Es wird eine Hülle sein. Ja. Alpha Tier erledigen. Der Alpha-Tier ist.
Das war doch jetzt das Alpha-Tier, oder nicht? Alpha-Tier erledigen. Ach du Scheiße, da muss er noch weiter hin. Wo ist mit der Alpha-Tier? Der war doch aber gar nicht hier drin. Oh, Alter. Jetzt wird's mir angezeigt. Okay. Musst du ja gar nichts machen, oder was? Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, jetzt machen wir aber wirklich einen Cut. Jetzt sind wir schon bei 1,25 Stunden. Ich hoffe, ihr schaut euch das ganz an. Aber ich finde es besser, wenn es ein bisschen länger ist und nicht so kurz immer. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und reingehauen. Ciao, ciao, euer Andi.